Tübingen fragt sich: Warum soll die Wasserqualität verbessert werden? Heute ist der Anlagensee stark eutrophiert, also sehr nährstoffhaltig. Von einem guten ökologischen Zustand und einem großen Artenspektrum bei Pflanzen und Tieren ist er weit entfernt. Die Sichttiefe im Wasser ist gering und am Boden des Sees befindet sich eine dicke Schlammschicht. Im Sommer droht der See umzukippen und er riecht unangenehm. Die Seeufer sind heute befestigt, haben kaum naturnah gestaltete Ufer und rutschen teilweise ab. Deshalb berücksichtigen die geplanten Maßnahmen sowohl gestalterische als auch gewässerökologische Aspekte. Die Seewasserqualität wird zum einen durch die Entnahme des Schlamms und zum anderen durch die Reduzierung des zukünftigen Nährstoffeintrags verbessert. Die Verschmälerung dagegen ermöglicht eine bessere Durchströmung des Sees durch die Anpassung der Profile, also der Wassertiefe in den einzelnen Bereichen, werden flache Zonen und somit Flächen für die Wasservegetation und dadurch bessere Bedingungen für die Fische und Kleinstlebewesen geschaffen. Die neue Gestaltung sieht sehr unterschiedliche Uferbereiche vor. Der Wechsel von bepflanzten Bereichen und Uferzugängen verbessert die Erlebbarkeit des Sees. An anderen Stellen werden klar definierte, große Rückzugsmöglichkeiten für Fische, Vögel und Insekten geschaffen. Die Summe all dieser Maßnahmen bewirkt, dass sowohl die Wasserqualität als auch die Struktur von Gewässer und Ufer für Mensch und Tier von Vorteil sind.